Ein Hallo und willkommen zu Folge 415 und wir starten direkt mit einem sehr begeisterten Einsender. Mann! Nur wenn er wüsste, was noch kommt. Kurz darauf fährt unser Einsender erstmal selbst über eine sehr dunkelgelb-rote Ampel. Nur um ein paar Sekunden später. Also was auch immer er hier für eine Mission hat, sie hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Eine normale Straße ohne irgendwelche Nebenstraßen, da kann einem ja eigentlich nichts vors Auto geraten. Das sollte einem als Hundebesitzer natürlich nicht passieren, dass der Hund ausbüxt, die Realität zeigt aber, es passiert trotzdem. Drum, wenn ihr sowas seht, kümmert euch unbedingt darum. Die hier rechts sehen für mich nicht aus wie die Besitzer, reagieren aber sofort und genau so soll's sein. Aber Hunde und Straßenverkehr, habt ihr schon mal einen motorradfahrenden Hund gesehen? Nee, ich auch noch nicht. Hat auf jeden Fall eine gute Tiefmuskulatur. Dreispurige Autobahn, wir fahren knapp über 170 km/h. Gleich als die Fahrzeuge kommen, wird unser Einsender sogar noch etwas langsamer. Und ich finde, so wie hier sieht sicheres und angepasstes Schnellfahren aus. Aber gegen alles ist man da natürlich auch nicht immun. Der BMW hier muss einfach mal komplett geträumt haben. Er hat es noch gemerkt und sich auch hinterher per Handzeichen entschuldigt. Sollte einem aber natürlich nicht passieren. Eine nicht einsehbare Kurve in der Ortschaft und wer von euch kann schon riechen, was hier wohl passieren wird? Ja, das war irgendwie mal wieder klar. Aus Autofahrersicht müssen wohl Radfahrer und E-Scooter immer überholt werden und aus Motorradfahrersicht? Genau, Autofahrer. Absolut lebensmüde. Aber bevor jetzt jemand was sagt, Autofahrer können natürlich genauso blöd überholen. Hier sind wir sogar innerorts unterwegs. Hier sind wir im Elbtunnel bei Hamburg unterwegs und wer es vielleicht nicht weiß, das hier ist ein Autobahntunnel. Und die rechte Spur hier ist gesperrt. Nur warum die rechte Spur gesperrt ist? Boah, das kann nicht wahr sein. Mit dem Fahrrad da durch, wollt ihr mich alle verarschen hier oder was? Mit dem Fahrrad! Mit dem Fahrrad! Oh Mann. Irgendwie fahren hier alle auf der falschen Straßenseite. Und in anderen Ländern funktioniert es offensichtlich auch nicht besser als bei uns. Und wer sich jetzt wundert, wo das hier wohl sein könnte? Australien. Wie war das nochmal mit Autobahnabfahrten? Einordnen? Immer nur so spät, wie es geht. Aber es ist ja nicht nur dieser Mercedes-Fahrer. Von der ganz linken Spur kommt jetzt noch der Audi-Fahrer hier rüber. Aber wie ihr ja wisst, alle guten Dinge sind drei, ein paar Meter später noch einer. Wie eilig kann man es innerorts eigentlich haben? Über die gegnerischen Abbiegespuren hier den Opel überholen, aber das Ganze ist keine Ausnahme. Der Audi vor uns, der ist die ganze Zeit ganz normal gefahren. Jetzt kommt auf der linken Abbiegespur hier ein BMW, der steht aber nicht etwa um links abzubiegen, sondern um an der Ampel die ganzen Autos zu überholen. Nur der Audi-Fahrer scheint sich dadurch irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen und die fahren hier gleich mit dem Tempo durch die Ortschaft, hier ist überall Tempo 30. Und jetzt, wo das Auto vor ihnen abbiegt, geht's nochmal richtig aufs Gas, guckt mal, wie schnell die sich hier von uns entfernen. Da wird dann auch ohne Rücksicht auf Verluste überholt, hier in der nicht wirklich einsehbaren Rechtskurve, der Audi auch noch die ganze Zeit hinterher. Also das ist doch einfach ein schwachsinniges Verhalten. Aber wo wir schon bei absolut dämlichem Verhalten sind, ich weiß nicht, ob es hier eine Vorgeschichte gab, aber der Caddy bremst hier erstmal den Transporter aus. Nur der lässt das dann auch wieder nicht auf sich sitzen, jetzt wird hier gleich munter über den Standstreifen überholt. Ey, das ist teilweise auch ein Verhalten in unseren Videos, da kann man sich nur am Kopf fassen. Der Mercedes möchte auf die mittlere Spur wechseln.
Aber genau im gleichen Moment war halt auch der VW rübergezogen und es wurde richtig blöde. Aber in der Situation muss man auch mal ganz klar das Verhalten vom roten Audi ansprechen. Sicherheitsabstände sind wichtig, auch in solchen Situationen. Er fährt hier schon mit Überschuss sehr dicht auf, bevor der Mercedes überhaupt die Spur wechselt. Selbst wenn der Mercedes ganz normal die Spur gewechselt hätte, wäre der Audi vermutlich schon neben dem Mercedes gewesen, bevor dieser überhaupt die linke Spur ganz verlassen hätte. Dieses Verhalten von Schnellfahrern nach dem Motto, ich bleib mal lieber auf dem Gas, weil ich glaube, der andere ist ja gleich sowieso weg, das kann richtig gefährlich werden. Hier haben wir es perfekt gesehen. Wow. Mit was für einer Selbstverständlichkeit manche Leute über rote Ampeln fahren, ich finde es echt immer wieder erstaunlich. Und auch diese Szene hier ist keine Ausnahme. Was willst du dazu noch sagen? Wenn sich alle Leute so verhalten würden, könnte man die Ampeln eigentlich auch abbauen. Und auch dieser Einsender hat Spaß an Ampeln, allerdings aus einem anderen Grund. Das ist jetzt nicht dein Scheißernst! Doch. Das ist doch jetzt nicht dein Scheißernst, Alter! Das ist unglaublich! 15 Sekunden später. Du kleiner Alter! Wie verhält man sich an Engstellen? Genau, man lässt den Gegenverkehr durch. Es sei denn, man ist dreist. Aber Dreistigkeit ist auch hier ein gutes Thema. Wir achten mal auf den Linksabbieger aus dem Gegenverkehr. Puh, also das Reh hat sich ja zum Glück nochmal anders überlegt. Achtet mal auf den VW auf der linken Spur, Abfahrten müssen immer im letzten Moment genommen werden. Ach, aber wisst ihr was? Eigentlich meinte ich ja den Mini. Welcher Mini? Er hier. Und ihr könnt jetzt auch gern die Abfahrt nehmen. Auf der linken Seite ist noch eine weitere Dashcam-Folge verlinkt, die YouTube euch vorschlägt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.